Ein wunderschön frohes neues Jahr wünsche ich. Ich hoffe, euch geht es gut und euch ist in der Silvesternacht nichts passiert. Das neue Jahr beginnt und mein Name ist immer noch Lukas Müller. Heute zeigen wir euch mal, wie man ein Aquarium desinfiziert. Film ab! Kann man ein Aquarium eigentlich desinfizieren? Ja, kann man. Und dies ist manchmal auch notwendig. Zum Beispiel, wenn man das Aquarium leeren musste, weil sich eine Krankheit eingeschlichen hat. Oder man hat eine Planarienattacke einfach nicht standhalten können. Wir zeigen heute 4 verschiedene Arten, wie du am besten dein Aquarium desinfizierst. Methode 1. Wasserstoffsuperoxid. Man kann, um sein Aquarium zu desinfizieren, auf Wasserstoffsuperoxid zurückgreifen. Die Anwendung ist relativ leicht. Man verwendet 50 ml Wasserstoffsuperoxid 30% auf 100 Liter. Vorher entfernt man alle Gegenstände wie Sand, Kies und das Innenleben vom Filter aus dem Aquarium und lässt diese Mischung 3 Tage im Behälter. Danach sollte man alles sehr gründlich ausspülen. Diese Methode ist eine sehr günstige. Durch die Behandlung werden keine giftigen oder schädlichen Rückstände hinterlassen und man muss nicht noch lange herumschrubben. Methode 2. Wem unsere erste Methode nicht gefällt, kann auch auf Desinfektionsmittel von Aquaristikherstellern zurückgreifen. JBL bietet ein Desinfektionsmittel, welches die gleiche Wirkung hat wie das Wasserstoffsuperoxid. Das Mittel von JBL hat eine baktizide, fungizide und virizide Wirkung. Man stellt diese Lösung sehr leicht in einem Eimer her, um damit sein Aquarium keimfrei zu bekommen. Aber auch für Terrarien und Dekomaterial kann die Desinfektionslösung verwendet werden. Wichtig ist hier auch wieder, das Aquarium und das Dekomaterial gründlich und mehrfach nach der Verwendung solcher Produkte zu spülen. Methode 3. Ein Salzbad, die wohl günstigste Methode. Man kann sein Aquarium mit einem sehr starken Salzbad desinfizieren. Wir empfehlen eine Dosis von 100 Gramm auf 1 Liter Wasser. Die Mischung lässt man einen kompletten Tag lang stehen. Danach sollte man das Aquarium sehr gründlich mit Wasser ausspülen. Methode 4. Zwar keine Methode, sein Aquarium zu desinfizieren, aber auch die Einrichtungsgegenstände müssen gereinigt werden. Hier eignet sich Hitze. Vorsicht bitte! Nur Einrichtungsgegenstände verwenden, die dazu geeignet sind, wie zum Beispiel Aquarienhöhlen aus Ton. Diese kann man mit heißem Wasser überbrühen. Auch haben wir schon gehört, dass einige die Objekte für 2 bis 3 Minuten in eine Mikrowelle stellen. Hier garantieren wir aber für nichts, da wir damit keinerlei Erfahrung haben. Denkt immer daran, dass diese Methoden die Tiere umbringen. Daher sollten keine Tiere im Aquarium während der Behandlung sein. Hast du schon mal dein Aquarium desinfiziert? Schreib's mir bitte unten in die Kommentarbox. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Schalte wieder ein und denk immer dran, schaust du gerne den TV, wirst du gerne den Schlau. Bis dann!